Durchatmen, erholen, genießen. Im Kur- und Heilwald des Ostseebads Heringsdorf lohnt sich ein Spaziergang immer. Seit dem 30. Juli sogar noch ein bisschen mehr, denn der neue Baumwipfelpfad wurde offiziell eröffnet. Wir haben ihn bei dieser Gelegenheit für Sie ausprobiert. Das eine ist das Erlebnis, den Wald aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das andere ist ein bisschen auch das Lernen, also Informationen zu bekommen, die man vielleicht nicht jeden Tag bekommt, und was mitzunehmen aus dem Besuch vom Baumwipfelpfad, wo man sagt, okay, das ist ein kleines Aha-Erlebnis gewesen. Die edukativen Lernstationen vermitteln spannendes Wissen über den Naturpark der Insel und die dort beheimatete Flora und Fauna. Wer ein bisschen mehr Action möchte, der kann sich auf zahlreichen Erlebnisstationen austoben. Da wackelt es ein bisschen. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Hochseilgarten. Das heißt, diese Historie, die haben wir immer noch ein bisschen mitgenommen. Und auch hier ist es so, dass es so kleine Hindernisse sind, über die man klettern kann. Gesichert mit dem Netz unten drunter. Es kann also definitiv gar nichts passieren. Aber man kann das quasi balancieren in einer Höhe von 20, 25 Metern. Der knapp 1400 Meter lange hölzerne Pfad führt von der Eingangshalle mit Restaurant und Merchandise-Shop zum Aussichtsturm. Der viereckige Grundriss erinnert an die in der Nähe befindliche alte Bismarckwarte. Ist man erst einmal oben angekommen, kann man in 33 Metern Höhe die unglaubliche Aussicht über das Blätterdach des Waldes auf die Ostsee genießen. Es ist einfach ein tolles Erlebnis immer wieder. Hinterher, wenn man zum ersten Mal hier ist und geht durch so einen Wald, dann sagt man, ja, schöner Wald, schöner Wald. Aber wenn es jetzt fertig ist, ist es eigentlich begeisternd. Begeisternd ist ebenfalls das 25 Quadratmeter große durchsichtige Netz. Alle Mutigen haben hier die Möglichkeit, auch mal die Aussicht unter ihren Füßen zu genießen. Aber Vorsicht beim Runterschauen, nicht, dass ihnen schwindelig wird. Die Idee der Erlebnisakademie, Baumwipfelpfade mit Nervenkitzel zu installieren, kommt natürlich nicht von ungefähr. Uns gibt es seit 2001, also doch schon auch 20 Jahre. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich Erlebnispädagogik und Hochseilgärten und hatten dann 2008 die Chance, im Nationalpark Bayerischer Wald zum ersten Mal so einen Baumwipfelpfad zu machen. Und das hat uns deutlich vorangebracht und hat auch unser Geschäftsfeld verändert. Wir haben aber die Wurzeln, die wir haben, nämlich diese erlebnispädagogischen Wurzeln und auch diese Hochseilgartenwurzeln, versucht ein bisschen mitzunehmen und eben in dieses Konzept des Erlebens und des Lernens mit einzubringen. Circa 8 Millionen Euro wurden in den Erlebnispfad auf der Insel Usedom investiert. Er ist die 11. Anlage der Erlebnisakademie. Auch auf der Insel Rügen gibt es bereits einen. Damit beweist das Unternehmen, dass man den erholsamen Waldspaziergang auch gerne mal mit ein bisschen Spaß und Abenteuer verbinden kann. Wem die Höhe des Baumwipfelpfades dann doch zu abenteuerlich ist, der kann auch in Bodennähe seinen Spaß haben.